Wohnen ist in diesem Seniorenheim sehr angenehm. Die Bewohner lieben das kontaktfreudige Miteinander. Solche Fröhlichkeit dann eben ins Haus reingetragen wird. Weil einige unserer Bewohner, das sind 102 Menschen, die hier leben, nicht mehr in der Lage sind, das Haus eigenständig zu verlassen. Gerade an diesem Punkt ist es besonders wichtig, dass diese Dinge ins Haus geholt werden. Die Wahrung der Individualität und der Würde dieser Heimbewohner ist der Leitung genauso wichtig wie die fachgerechte Pflege und liebevolle Betreuung. Kommt aber her von Gott, alle gute Gaben. Ehrenamtliche Frauen aus der Region bereiten den alten Menschen durch ihr Singen viel Freude. Das persönliche Gespräch fördert dazu ihre Lebensqualität. Helene, eine Praktikantin, hat heute einige Damen zu einem Kaffeeklatsch eingeladen. Selbst Demenzkranke nehmen daran teil. Durch die Diskussion werden ihre Sinne stimuliert und fördern das Wohlbefinden. Können Sie uns was erzählen? Ja, ich kann nicht viel erzählen. Wir haben in die DDR gewohnt. Ja. Und wir haben eben mit dem Auto, Mama war ja Kraftfahrer früher, und dann sind wir mit dem Auto in den Rügen gefahren. Nach Rügen? Ja, da kennen wir. Wir haben auch ein bisschen Zeit, um reden zu kriegen. Ja. Und mich können Sie noch verstehen, alles andere ist egal. Ja, ich kann auch nicht erzählen. Nein. Das wird auch dürfen. Als es noch die, das kann sie gar nicht so nachvollziehen. Sie, kann, sowas gar sie kennt ja gar nicht mehr die DDR und so weiter. Das ist mir gar nicht bekannt. Nur halt. Für Sie ist das ganz. Ganz komisch, dass sie jetzt hört, dass sie eine Genehmigung brauchen, um zu verreisen. Ja, meine Oma und Opa, die fahren da immer hin, in dieses 3-Meter-Eck. Die fahren da ganz gerne hin. Ja, ja, jetzt dürfen sie wieder hin, ja. Aber viel Schnee war, ne? Und dann die Landschaft, und wenn man abends so zwischen Weihnachten und Jahr, dann war es so besonders feierlich. Ne? Und wenn man dann morgens vor man meistens wegkam, abends zurück, und wenn man dann am Tegernsee da vorbeikam, das war ja herrlich. Die Lichter, die spiegelten sich alle wieder im Wasser. Man ist ja schon so mal im Riesenrad gewesen. Ne? Das war immer langsam, aber dies war schnell. Wie Sie jetzt was erzählt haben, da ist Ihnen das in Gedanken noch mal so gekommen, oder? Ja, natürlich. Da haben Sie an die Vergangenheit gedacht. Ja. Und durch das Erzählen fangen auch die Bewohner an, sich zu erinnern an irgendeine Reise, die sie erlebt haben, aber die vielleicht schon total verblichen ist. Und Mauern grenzwein, die Gedanken sind frei. Die Fahrten in den Generationentreff sind für unsere Bewohner insofern wichtig, als dass das Liedgut ihrer Generation erhalten bleibt und diese Texte, die sie Jahrzehnte gesungen haben, auch bei demenziellen Veränderungen nicht verloren gehen. Das ist das Erstaunliche. Im September 2006 kam die Alzheimer Beratungsstelle Enger zu den bestehenden Unterstützungsangeboten hinzu. Menschen mit einer Demenz und ihre Angehörigen sind unter anderem auch auf Hilfe von außen angewiesen. Diese Hilfe wird geleistet von vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern, wie den Nachbarn. Beeindruckend beim gemeinsamen Singen ist, dass Menschen, die scheinbar abwesend wirken, mit einmal von einem bekannten Lied die dritte und vierte Strophe singen können und dabei fröhlich und gelockert wirken. Alten- und Krankenpfleger stehen pflegenden Angehörigen und Menschen mit einer Demenz ehrenamtlich beratend zur Seite. Es ist schon erstaunlich, was man mit so einem alten Volkslied bewirken kann. Man sieht in ein versteinertes Gesicht und kaum, dass man ein paar Zeilen gesungen hat, da erscheint ein Lächeln. Ich freue mich immer besonders auf das Singen, weil man nicht nur die Freude der Menschen erlebt, sondern das hundertfach zu einem selber zurückkommt. Mhm. Unsere Aufgabe im Generationentreff Enger ist es, durch das Projekt Gemeinsames Singen mit Erinnerungspflege Menschen mit und ohne Demenz zusammenzuführen. Ich bin noch am Gucken.
Nur unter beispielhaftem Einsatz vieler ehrenamtlicher Personen gelingt es dem Generationentreff Enger, die alten, teils kranken Menschen für das Singen zu begeistern. Wir versuchen regelmäßig hier hinzukommen, weil es für die Leute unheimlich wichtig ist. Es ist Erinnerungspflege, Musik ist einfach was Schönes. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Doch alles in der Stille und wie es sich schickt, mein Wunsch und Beehren kann niemand. Gemeinsames Singen von Jung und Alt ist ein Projekt vom Generationentreff Enger und dem Evangelischen Jugendzentrum. Durch das Singen bekannter Lieder wird das Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit gestillt. Den Menschen selber wird das Gefühl vermittelt, dass sie nicht alleine dastehen. Eine Person, die sie nicht kannten. Die waren sehr vorsichtig, waren sogar abweisend, hatte ich den Eindruck. Aber das dauerte nicht lange. Nach kurzer Zeit, als ich das erste Lied angestimmt hatte, fingen die ganz sachte an mitzusingen. Und das ist bis heute so. Die singen laut. Wir sind jetzt ein richtiger Chor. Wir singen auch zweistimmig teilweise. Ich singe unwahrscheinlich gern. Alle Sachen, wo man sagen, wo man drin vorkommt, aber im Normalen, aber jedenfalls Fröhlichkeit, die Herzlichkeit, der Glaube und auch Volkslieder und alles, was man so singt, von Kind auf an. Musik und humorvolle Vorträge sind Medien, die Emotionen wecken. Wenn man sich mit frischem Mut Schnittlauch in das Rührei tut, kreisen durch des Körpers Säfte neue, ungeahnte Kräfte. Jegliche Verstopfung weicht, alle Herzen werden leicht und auch mein Herz fragt sich still, ob mich dies Jahr einer will. Die Volkslieder ermöglichen eine Annäherung an den musikalischen Ausdruck persönlicher Verwurzelungen. Mit Musik können Erinnerungen wieder geweckt werden. Deshalb werden durch das Singen dieser Generationen über den gedanklichen Inhalt hinaus die damit verbundenen Gefühle angesprochen. Frau Karin Jung schildert, wie sie die häusliche Betreuung ihres demenzkranken Ehemannes bewältigt. Dabei entlasten sie zum Teil ihre Angehörigen. Jedoch ohne fachkundige Unterstützung geht es nicht. Er war irgendwie anders. Er hatte sich verändert. Er war nicht mehr der Gatte oder Partner, den ich mal geheiratet habe. Er hatte sich so im Wesen verändert, dass ich dann mit ihm sprach. Ich sage, hast du was dagegen? Wenn ich mit deinem Hausarzt mal drüber spreche, sind wir halt zum Neurologen, was er auch mitmachte, ihn dann auch befragt, hat auch Tests gemacht und hat dann auch gesagt, ach, dann machen wir aber auch ein CT. Und das wurde dann auch gemacht. Und da hatte man natürlich dann festgestellt, dass so kleine Ansätze waren. Und dann hatte man uns gesagt, das ist darauf hinzuführen. Aber als ich das dann doch offenbarte, ich weiß, meine Schwägerin, da sagt sie, du, wir haben schon darüber gesprochen, irgendwas stimmt mit dem Willi nicht. Ne? Und seit ich das weiß, dass er an Demenz erkrankt ist und auch an Alzheimer,
kann ich damit umgehen, bin offen darüber. Ja, man muss das auch erst lernen, damit umzugehen. Und das ist wirklich nicht einfach. Es war eigentlich eine schlimme Zeit, wo er das noch gemerkt hat. Also da hatte man das Gefühl, dass er, ja, das war auch so, dass er dann rumlief oder nachts wach wurde und aufstand und sagt, ich weiß nicht mit meinem Kopf, ich kann nicht denken, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und das war eine ganz schlimme Zeit, also das ging ein Jahr unter die Haut. Man muss vieles wegschließen, man darf nichts liegen lassen. Wenn Post kommt, ein Brief, da habe ich mein bestimmtes Fach, wo ich es reinlege zuerst, weil er, ja, wenn ich es liegen lasse, komischerweise, er fliegt drauf und dann findet man es, ja, oder irgendwas zwischen den Büchern oder in den Zeitungen eingerollt. Er ist desorientiert im Haus. Er weiß nicht, was Badezimmer ist, er weiß nicht, was Küche ist. Er kriegt es nicht mehr hin. Ne? Geben einem gute Ratschläge, dass man denkt, ach du liebe Zeit, ihr habt aber auch eine Ahnung. Oder dann denke ich euch, habe auch schon gesagt, ich sage, ich gebe euch mal den Willi mal für eine Woche zu euch, dann wisst ihr, wie es läuft. Ne? Mhm. Aber hat auch noch keiner gesagt, oh ja, das machen wir. Wir sind ja ein bisschen christlich eingestellt. Ich meine, ich suche mir Trost und hole mir Trost und gib mir auch Trost im Gebet. Mein Mann, seinen geregelten Tagesablauf hat, ist er ganz gut zufrieden. Ich glaube, es ist auch eine Ausnahme. Hier in Enger die Alzheimer-Beratungsstelle. Und du musst jemanden haben, du brauchst irgendwie Unterstützung. Mach es für dich. Und das kann ich auch nur jedem raten und nicht so lange zu warten wie ich. Ich habe natürlich sehr lange gewartet. Zu wenig Menschen in unserer Gesellschaft nehmen bei demenzkranken Angehörigen das Unterstützungsangebot unserer Einrichtung in Anspruch. Das Schamgefühl macht ihnen zu schaffen. Regelmäßige Zusammentreffen von Alt und Jung im Generationentreff Enger wird durch die Ruth und Willi Biermann Stiftung finanziell unterstützt. Wenn Menschen mit Demenz den Gitarrenrhythmen lauschen, nehmen sie wohlige Empfindungen wahr. Heute war ich das erste Mal hier und was mich sehr beeindruckt hat, dass die alten Leute ganz viel Spaß beim Singen haben. Dass es eine Gemeinschaft ist, dass die ja nicht alle aus dem gleichen Seniorenheim kommen, ist ja immer unterschiedlich. Aber wenn ich entweder Musik höre oder mitsinge, dann beruhigt das mich auch. Dann komme ich auch wieder runter, wenn ich gestresst bin. Und das, ich glaube, dass es bei den älteren Menschen auch so ist. Wie wir sehen, helfen gesunde Personen auf einfache Weise den Demenzkranken durch ihr lebhaftes Verhalten. Sie fühlen sich damit in der Gemeinschaft aufgenommen. Mit heimatlichen Gefühlen wird der heutige Nachmittag beendet. Die Bewohner sagen jedes Mal, schön, dass wir da hinfahren, auch wenn es anstrengend ist, in den Bulli einzusteigen. Aber sie wollen immer wieder kommen. Bleibt abschließend die Frage, welche Musik wird uns später einmal, wenn wir vergessen haben, beleben
auftauen und zu Tränen rühren?